Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind heute mal nicht nach Thüringen gefahren, sondern ins schöne Niederösterreich bei dem tollen Wetter. Und zwar sind wir auf der Suche nach einem alten Bergwerk. Ich glaube, es ist ein Erzbergwerk. Und wir sind jetzt hier kurzerhand auf einen Berg geklettert und sind jetzt praktisch schon hier im Stollen drin. Und es handelt sich, glaube ich, um ein Erzbergwerk, das habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Und wir wollen uns da drinnen mal umschauen, was man drinnen noch so entdecken kann und wie es hier drinnen aushört. Wir haben schon eine Kleinigkeit entdeckt. Hier muss es so eine Art Zwischenboden gewesen sein, wo man praktisch eine zweite Sohle so Art eingeführt hat. Oder hat man oben abgebaut und dann nach unten. Ja, ist natürlich nicht ganz klar, weil natürlich das alles stillgelegt ist. Man kann es natürlich nicht mehr sagen. Aber schaut euch den Film an. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, lasst doch bitte ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß hier bei diesem Film aus dem alten Bergwerk hier in der Nähe von Türnitz, glaube ich, ist das Niederösterreich. Ja, viel Spaß bei diesem Film. So, wir haben hier einen sehr, sehr alten Bergbaustollen entdeckt. Und den wollen wir uns natürlich mal anschauen. Wir sind im schönen Niederösterreich. Ich glaube, Türnitz heißt der nächstgrößere Ort. Und wir haben hier eher durch Zufall einen alten Bergbaustollen entdeckt. Den wir uns mal anschauen wollen. So, wir waren nämlich vor langer Zeit schon einmal hier gewesen und jetzt denke ich mal, wurde es wieder Zeit, dass wir mal vorbeischauen. Jetzt habe ich ja schon den ersten Weg entdeckt, aber hier ist eine Sackgasse. Man kann auch hier ganz gut hier oben und hier unten die Bohrlöcher erkennen. Also hier oben sieht man die Bohrlöcher. Davon gehe ich aus, dass es relativ modern ist. Hier kann man schon sehen, dass da einige Sachen zusammengefallen sind. Da geht es auch noch einen Abschnitt lang. Ich glaube, dass hier Erz abgebaut wurde in diesem Stollen. Und wir waren, ich weiß nicht, vor 5 Jahren oder vor 4 Jahren, als ich mit YouTube begonnen habe, waren wir hier gewesen. Wir schauen jetzt mal hier lang. Ich gehe mal davon aus, anhand der Färbung, dass es sich vielleicht um Erz handelt. Wir wollen mal einen Blick hier hochwerfen. Kann man sehen, dass es hier eine zweite Ebene gibt
oder eine zweite Sohle, wie man so schön sagt. Wir haben heute ja sogar die Bergschuhe dabei, aber ja, man sieht sogar noch die Holzeinlassung da oben. Aber wir gehen erst mal wieder zurück. Wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Ach, Hilfe. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Da muss es sowas wie einen zweiten Boden gegeben haben. Hier kann man sich abseilen, hier hängt noch das Seil dran. Aber ja, runterkommen ist wahrscheinlich leicht, aber hochkommen wieder. Es sind ja richtig angenehme Temperaturen hier drin. So, wir haben hier noch einen Weg entdeckt, den wir uns mal anschauen wollen. Hier kommen wir noch zu einer Abzweigung. Muss. Man hört es überall tropfen. So, wir gehen wieder zurück den Platz. So, wir wollen uns jetzt mal den einen Verbruch anschauen, den es da gibt. Ich glaube, das war hier. Schauen wir jetzt mal dahinter. So, hier haben wir den Verbruch und wollen wir natürlich einmal dahinter schauen. So, wir kommen wieder zurück. Sehr, sehr abenteuerlich alles. Mal schauen. Da geht's
So, nicht weiter. Haha. Wir sind hier in einer großen Abbauhalle gelandet. So wie im Schieferbergbau gibt es auch hier große Abbauhallen. Und hängt sogar ein Seil dran. Man kann so, kommt sogar nach oben. Der Mutige ist ja der, der zuerst das Seil von oben angebracht hat. Denn der muss ohne Seil hier hochklettern. Und das ist ziemlich gefährlich, finde ich jedenfalls. Ich wage es nicht, ich mache es nicht. Ich finde es ziemlich cool hier in diesem alten Bergbaugebiet. Absolut geil. Wir interessieren uns ja eigentlich für alles. So. Faszinierend tut mich ja noch die ganz glatte Abbruchkante. Die Kante ist ja so schön, fast wie betoniert, ne? Und danach das andere Gestein ist so relativ wild alles, ne? Und das ist das Faszinierende. So, jetzt müssen wir wieder zurück durch den relativ gefährlichen Verbruch. Lange aufhalten möchte ich mich da nicht.